Wir sammeln natürlich immer eure Fragen unter unseren Videos und in diesem Video möchte ich mal ein paar Fragen beantworten zum Thema Betriebsausgaben. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich fordere euch ja in fast jedem Video dazu auf, uns Fragen zu stellen, weil wir wollen auf diesem Kanal weiterhelfen und da brauche ich natürlich eure Fragen. Und in den letzten Wochen kamen einige sehr spannende Fragen zusammen zum Thema Betriebsausgabe. Was kann man absetzen, in welchem Umfang kann man es absetzen, wann kann man es absetzen und so weiter. Und ich möchte in diesem Video einfach mal ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage kommt von FFW Christopher und Christopher schreibt oder fragt, kann man auch einen Luftreiniger im Arbeitszimmer geltend machen? Ich bin Freiberufler im Nebenerwerb und das Zimmer liegt an einer stark befahrenen Straße. Diese Frage gefällt mir besonders gut, weil die Nachfrage nach Luftreinigern zumindest während Corona doch deutlich angestiegen ist und sich viele Leute fragen werden, ob man das Ganze auch irgendwie als Betriebsausgabe absetzen kann. Da du selbstständig bist mit deinem Arbeitszimmer, kannst du auch die Einrichtung des Arbeitszimmers ohne Probleme als Betriebsausgabe absetzen. Und das gilt natürlich für dich, Christopher, als auch für alle anderen. Wenn du bestimmte Kosten und Ausgaben hast für deine Selbstständigkeit und dazu gehören natürlich auch Kosten, die das Arbeitsumfeld besser machen und dafür sorgen, dass du anschließend produktiver arbeiten kannst, auch so Luftreiniger, dann kannst du die Kosten in deiner Buchhaltung absetzen. Wichtig ist nur, dass wenn sie über 800 Euro netto gekostet haben, dass du sie dann abschreibst. Aber absetzbar sind sie auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt von Xavier und das ist zugegebenermaßen eine Frage, die höre ich persönlich sehr, sehr häufig. Die gehört wahrscheinlich in die Top 10 der Kundenanfragen, die wir im Alltag beantworten. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme sie auch hier einmal nochmal mit rein. Xavier fragt, gehört die PKV zu den Betriebsausgaben bzw. kann man die anderweitig absetzen? PKV, für die Leute, die es nicht wissen, heißt private Krankenversicherung und einfach mal vorweggestellt schon, es gibt keinen Unterschied zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung, zumindest was die Steuer betrifft. Natürlich gibt es Unterschiede, aber in der steuerlichen Behandlung gibt es keine Unterschiede zwischen der gesetzlichen und der privaten. Und wichtig an dieser Stelle ist, um deine erste Frage zu beantworten, nein, du darfst deine Krankenversicherungsbeiträge nicht als Betriebsausgabe buchen. Das heißt, wenn du deine Krankenversicherung über dein Geschäftskonto bezahlst, dann sind das immer Privatentnahmen. Deine persönlichen Krankenversicherungsbeiträge haben also in der Buchhaltung erstmal nichts verloren. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht irgendwie steuerlich wirksam sind. Du kannst deine Krankenversicherungsbeiträge nämlich in deiner jährlichen Einkommensteuererklärung absetzen als Sonderausgabe. Ich habe dazu auch schon mal ein ausführlicheres Video aufgenommen, also ganz speziell zu dem Thema, wie du eigentlich Krankenversicherung steuerlich geltend machen kannst. Dieses Video verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau unbedingt da auch einmal vorbei, wenn du dir da noch nicht ganz sicher bist, wie und in welchem Umfang du deine Krankenversicherungsbeiträge absetzen kannst. Die nächste Frage kommt von Luni Lin und Luni schreibt, tolles Video. Danke dafür erstmal. Aber wie ist das, wenn man keine erste Tätigkeitsstätte hat, beziehungsweise die erste Tätigkeitsstätte zu Hause ist oder man einfach nur ständig bei unterschiedlichen Kunden ist, so dass man gar nicht wirklich eine erste Tätigkeitsstätte hat? Hier geht es um das ganze Thema erste Tätigkeitsstätte. Das heißt, wo ist eigentlich der Betriebssitz des Unternehmens? Diese Frage ist vor allen Dingen dann interessant, wenn es um das ganze Thema Kfz-Versteuerung geht. Das heißt, wenn du den privaten Nutzungsanteil deines Firmenwagens ausrechnest, musst du ja die 1%-Methode nehmen, wenn du zumindest kein Fahrtenbuch wählst. Das heißt, du musst 1% des Bruttolistenpreises pro Monat versteuern plus pro Kilometer, also pro Entfernungskilometer zwischen Zuhause und erster Tätigkeitsstätte 0,03%. Das heißt, hier ist natürlich wahnsinnig relevant, wo die erste Tätigkeitsstätte ist, weil du für dieses Pendeln zu dieser ersten Tätigkeitsstätte auch Steuern zahlen musst. Und natürlich kann die erste Tätigkeitsstätte auch bei dir zu Hause sein. Das heißt, wenn du zu Hause zum Beispiel ein Arbeitszimmer hast, dann pendelst du ja nicht. Und dann musst du natürlich auch nicht diese Entfernungskilometer und diese 0,03% versteuern. Wenn du nicht irgendwo anders eine erste Tätigkeitsstätte hast, dann ist sie in der Regel bei dir zu Hause und dann musst du natürlich nicht fürs Pendeln zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer Steuern zahlen. Die nächste Frage kommt von Birgit Kühn und Birgit möchte wissen, hallo, ich habe heute meine Rechnungen über mein bzw. unser privates Konto bezahlt. Nun hast du, also ich, in dem Video empfohlen, auf jeden Fall ein Geschäftskonto zu eröffnen. Macht das denn jetzt noch Sinn, das jetzt noch zu machen? Und was passiert eigentlich mit den Rechnungen, die vorher schon vom Privatkonto bezahlt wurden? Hier geht es also um das ganze Thema Kontenmanagement oder privates Konto und Geschäftskonto. Und ja, ich empfehle immer ein separates Geschäftskonto. Aber ganz wichtig, Birgit und für alle anderen, dazu gibt es keine gesetzliche Verpflichtung. Natürlich kannst du grundsätzlich
zumindest vom Finanzamt aus, auch alles über dein Privatkonto laufen lassen. Allerdings muss ich hier dazu sagen, dass viele Banken das gar nicht gern sehen, weil bei Banken gibt es entweder Privatkonten oder Geschäftskonten. Und mir persönlich wurden auch schon Konten geschlossen, weil ich sie betrieblich genutzt habe, aber eigentlich als Privatkonto mal geöffnet habe. Das heißt, von Seiten Bank kannst du schon durchaus damit rechnen, dass du gegebenenfalls mal Probleme mit deiner Bank bekommst und die dein Konto zumachen. Aus diesem Grund und auch um besseren Überblick zu behalten, empfehle ich dir eine ganz klare Trennung zwischen privatem Konto und Geschäftskonto und alle betrieblichen Einnahmen und Ausgaben nur über das Geschäftskonto abzuwickeln. Du kannst dir dann ja immer auch jederzeit einfach Geld hin und her überweisen und da entstehen keinerlei Steuern oder so. Wenn du das in der Vergangenheit so noch nicht gemacht hast, dann fang am besten heute damit an. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst auch zwischendrin einfach ein Konto eröffnen und dann anschließend alles über das Geschäftskonto abwickeln. Hat den Vorteil, dass wenn das Finanzamt irgendwann mal Nachweise haben möchte oder eine Prüfung anordnet, dann musst du denen nur dein Geschäftskonto offenlegen. Solange du dein privates Konto nutzt, musst du auch deine privaten Kontoauszüge immer aufbewahren, mindestens 10 Jahre. Zum Thema Aufbewahrungsfrist habe ich auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Und du musst im Falle einer solchen Prüfung alle deine Transaktionen auf diesem Konto offenlegen, das heißt auch deine privaten Transaktionen. Wenn du das Ganze sauber trennst, dann hast du erstens eine bessere Übersicht und zweitens musst du dann auch nur den betrieblichen Teil aufbewahren zum Nachweis, falls das Finanzamt das nochmal sehen möchte. Die nächste Frage kommt von Erik Krämer und Erik möchte wissen, ich hätte da eine Anfängerfrage, kann ich die Kosten erst absetzen, wenn ich bilanzierungspflichtig bin, weil bei der EÜR, also Einnahmenüberschussrechnung, rechne ich ja eh schon wirklich alle Kosten gegen meine Einnahmen und zahle dann erst Steuern, oder? Und ich muss dir ganz ehrlicherweise sagen, dass ich das Problem oder den Gedankengang gar nicht ganz verstehe, aber ich hole einfach mal ein bisschen aus und hoffe, dass ich damit deine Frage beantworte. In deiner Einkommensteuererklärung und übrigens auch in der Gewerbesteuererklärung rechnest du sowieso nur mit deinem Gewinn. Das heißt, mit der laufenden Buchhaltung, die du ja machst, ermittelst du deinen Gewinn und nur dieser Gewinn wandert dann in die Berechnung der Einkommensteuer und dann rechnest du mit diesem Gewinn weiter. Das heißt, du kannst alle Betriebsausgaben, die du irgendwie hast, schon in der laufenden Buchhaltung berücksichtigen. Und das ist vollkommen unabhängig davon, ob du eine Bilanz oder eine EÜR erstellst. Du kannst in beiden Fällen Geschäftsausgaben direkt in der Buchhaltung absetzen. Wo sich eine Bilanz und eine EÜR unterscheiden, ist der Zeitpunkt, wann du es absetzen kannst. Bei einer Einnahmenüberschussrechnung gilt das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das bedeutet, dass du da Kosten erst dann ansetzen kannst, wenn du sie auch bezahlst. Das heißt, wenn du eine Rechnung bekommst und sie erst 3 Monate später bezahlst, kannst du sie auch erst 3 Monate später steuerlich ansetzen. Bei einer Bilanz läuft das Ganze ein bisschen anders. Da buchst du nämlich schon den Rechnungseingang. Das heißt, dann kannst du Kosten schon ansetzen, wenn du die Rechnung bekommen hast, auch wenn du sie noch nicht bezahlt hast. Der eigentliche Zahlungsvorgang, der ist dann neutral für den Gewinn. Das heißt, der erhöht oder reduziert deinen Gewinn dann nicht mehr. Deswegen hier kurz zusammengefasst, Kosten und Betriebsausgaben kannst du immer in deiner Buchhaltung absetzen, bei einer EÜR aber erst zum Zahlungszeitpunkt und bei einer Bilanz schon zu dem Zeitpunkt, wann du die Rechnung bekommst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und so ein paar Fragen beantworten. Ich weiß natürlich, dass ich hier nicht alle möglichen steuerlichen Fragen zum Thema Betriebsausgabe beantworten konnte und deswegen hat ganz exklusiv dieses Video einen Kommentarbereich, in dem du auch weitere Fragen stellen kannst. Und ich tue mein Bestes, auch diese Fragen zu beantworten. Deswegen kommentier doch gerne dieses Video. Wenn du dir jetzt denkst, ich möchte mein ganzes steuerliche Wissen ja nicht aus YouTube-Videos ziehen, dafür gibt es doch Steuerberater und die kümmern sich um den ganzen Mist, dann gebe ich dir vollkommen recht, genau dafür sind Steuerberater da und Gott sei Dank sind wir so eine Steuerberatung und wir helfen dir gerne auch in deinem Tagesgeschäft weiter. Was das genau bedeutet, wie wir dir weiterhelfen können und wie das Ganze funktionieren kann, das erfährst du, wenn du hier klickst. Schau auch gerne erstmal unsere weiteren Videos an, um uns ein bisschen näher kennenzulernen oder so, zum Beispiel das hier oder das hier.